Frau Präsidentin, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist ja viel der Ehre, extra eine Aktuelle Stunde, wenn die grüne Landtagsfraktion mal ein Positionspapier beschließt, auch von Herrn Kollegen Fussem gerade, der intensiv unsere Parteitagsbeschlüsse gelesen hat. Das ist ja nur zu begrüßen. Und ich glaube, jetzt mal abseits der Ironie, dass es Sinn macht und dass es gut ist, wenn der Landtag mal über Luftverkehrspolitik und über die Flughäfen im Land diskutiert. Das ist nämlich lange nicht passiert. Jetzt aber mal zur Genese in der Luftverkehrspolitik. Und da, lieber Kollege Rasche, das ist dann so, Gustav Heinemann hat mal gesagt, wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, dann zeigen die anderen Finger an der Hand auf einen selbst zurück. Die schwarz-gelbe Bundesregierung von 2009 bis 2013 hatte im Koalitionsvertrag und hätte zur Aufgabe gehabt, ein neues Bundesluftverkehrskonzept vorzulegen. 2008 ist nämlich das letzte ausgelaufen. Und wir haben 2010 bei uns im Koalitionsvertrag festgelegt, aus guten Gründen, ich unterstütze da sehr die Argumentation unseres Ministers, bevor wir ein neues Konzept für Nordrhein-Westfalen auflegen, warten wir auf die Rahmensetzung des Bundes und werden uns daran orientieren. Da liegt viel Sinn drin. So, und die schwarz-gelbe Regierung, die jetzt diese Aktuelle Stunde hier beantragt, hat doch in der Zeit, wo Sie im Bund regiert haben, es nicht geschafft. Und die aktuelle Bundesregierung mit einem CDU-CSU-Verkehrsminister, aus meiner Sicht der schlechteste, den Deutschland je hatte, hat es auch nicht geschafft, bisher ein Bundeskonzept vorzulegen. So, und von daher ist es doch das gute Recht jeglicher Parteien und Fraktionen, mal konzeptionell zu arbeiten. Auch von der SPD habe ich letzte Woche am gleichen Tag, wo die Luftverkehrsdebatte bei den Grünen in der Presse wiedergegeben wurde, wahrgenommen, dass die SPD-Fraktion grundsätzliche Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten fordert. Das haben wir so nicht im Koalitionsvertrag. Das ist auch keine grüne Position. Es ist absolut legitim, dass unser Koalitionspartner bei einem Strategiekongress öffentlich darüber nachdenkt, wie das finanziert werden kann und wie sozusagen die Konzeption ist. Und mit dem gleichen guten Recht nehmen wir Grüne für uns in Anspruch, dass wir über das Thema Luftverkehr und über das Thema Flughäfen bei uns intern diskutieren und darüber auch entsprechende Positionen festlegen. Ja, das ist immer gut, wenn es draußen warm ist. Wir haben es uns nicht so leicht gemacht, dass wir einfach nur ein Konzept aufgeschrieben haben, sondern wir haben ein Gutachten vergeben an einen bekannten Ökonomen, Bonner Ökonomen, der jetzt an der Uni Chemnitz lehrt, Herr Professor Thiessen. Ein Gutachter, der auch schon für die CDU gearbeitet hat, der für das Verkehrsministerium gearbeitet hat, auch für die SPD schon Expertisen. Also weit entfernt sozusagen ein Umweltgutachter, ein BUND-Gutachten zu schreiben. Und dieser Ökonom hat uns ein 250-seitiges Gutachten zum Luftverkehr vorgelegt. Das Gutachten ist weit davon entfernt zu sagen, Fliegen ist böse, wir müssen die Leute sozusagen in der Region Urlaub machen lassen, etc. Dieses Gutachten gibt aber sehr gut wieder, was im Bereich der Ökonomie an Verbindungen sozusagen von Luftverkehrsstandorten zur allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung festzustellen ist oder eben nicht. Und Professor Thiessen sagt und belegt es mit zahlreichen Statistiken und auch mit Studien, beispielsweise OECD oder auch den Gutachten, die die Bundesregierung für die Aufstellung des Luftverkehrskonzeptes jetzt vom DEW heranzieht. Es gibt keine einzige Statistik, die belegt, dass es ein signifikantes Wirtschaftswachstum kohärent sozusagen zu einem Ausbau oder zur Ansiedlung eines Flughafens gibt. Das gibt es nicht. Also sozusagen das ganze Gerede, auch jetzt hier vom Düsseldorfer Flughafenchef, zu sagen, wenn wir einen prosperierenden Flughafen haben, dem wir immer mehr Kapazitäten geben, immer mehr Flüge, das wirkt sich eins zu eins auf die naheliegende, umliegende Wirtschaft aus. Das lässt sich statistisch nicht belegen und das europaweit nicht. So, deswegen haben wir ein paar Fragen, was die Entwicklung der NRW-Flughäfen angeht. Und da muss ich sagen, Kollege Rasche, da haben Sie ja sozusagen jegliche Sachinformation, Sachdebatte eben vermissen lassen. Was ist denn mit den defizitären Regionalflughäfen in Nordrhein-Westfalen? Es gibt keinen einzigen Regional-Airport in Nordrhein-Westfalen, der wirtschaftlich arbeitet. Wir haben zwei Großflughäfen, Düsseldorf und Köln-Bonn. Die haben solide Geschäftsberichte, die haben auch wachsende Fluggastzahlen. Aber weder Paderborn-Lippstadt, weder Münster-Osnabrück, Weeze oder Dortmund, denen geht es wirtschaftlich gut. In Dortmund werden jedes Jahr 20 Millionen Euro von den Stadtwerken quersubventioniert, damit dieser Flughafen aufrechterhalten wird. Und in Münster-Osnabrück ist es so, wir haben ja mittlerweile in Münster-Osnabrück
die Möglichkeit, also die rechtliche Möglichkeit, die Start- und Landebahn auszubauen. Und der Flughafen hat in den letzten 3 Jahren die ganzen Rücklagen, die gebildet worden sind, um diese Start- und Landebahn auszubauen, verfrühstückt, um die Defizite auszugleichen. Und wir stellen die Fragen, und die sind doch wohl berechtigt, da würde ich gerne mal von der Opposition eine Antwort haben. Welche wirtschaftlichen Perspektiven haben denn unsere Regionalflughäfen in Nordrhein-Westfalen? Der LEP ist doch noch lange nicht in Kraft. Das ist doch Status quo, was wir jetzt haben. Das hat doch mit grüner Politik nichts zu tun. Das ist die fehlgeleitete Luftverkehrspolitik der letzten 20 Jahre hier in Nordrhein-Westfalen. So, Kollege Rasche, Sie haben in Ihrem Antrag beschrieben, die Grünen wollten die kleinen Flughäfen zumachen. Nichts davon ist der Fall. Gerade wir schlagen, 2009, das ist 3 Legislaturperioden her. Wenn Sie sich, Kollege Rasche, ganz ruhig, ich versuche es doch auch sachlich, und Sie doch hoffentlich auch und alle anderen auch, auch der Kollege aus Paderborn. Der Paderborner Flughafen steht doch gar nicht so schlecht da, Sie müssen sich doch gar nicht so aufregen. Ja? Weil er auch im Defizit ist, aber im Gegensatz zu Dortmund oder Münster-Osnabrück nicht so extrem, wie das in anderen Flughäfen ist. Herr Kollege Rasche, jetzt nochmal. Sie beziehen doch Ihre aktuelle Stunde und dass wir das jetzt heute hier debattieren auf unser Positionspapier und auf das Gutachten. In diesem Gutachten und auch in unserem Papier ist doch das Gegenteil beschrieben. Und deswegen kriegen wir entsprechende Briefe und Protestmails und Anrufe im Büro von den Leuten aus Weeze oder Münster, die sagen, wir hätten es lieber, also von den Anwohnern, die lärmgeschädigt sind, wir hätten es lieber, wenn der Flughafen dicht machen würde. Wir sagen ganz klar, die Regionalflughäfen brauchen wirtschaftliche Perspektiven in Nordrhein-Westfalen. Und eine Möglichkeit ist, dass man den Charter-Urlaubsflug, der insbesondere ja in Düsseldorf eine wichtige Einnahmequelle ist, dass man davon Flüge an die Regionalflughäfen verlegt. Und deswegen ist es völlig falsch. Und deswegen ist es völlig falsch, dass Sie unterstellen, wir wollen die Flughäfen entsprechend schließen. Und es ist auch falsch, das habe ich ja eben von Kollegen Fussem gehört, wir wollten vor dem Jahre 2030 in Köln-Bonn eingreifen und dort den Frachtflug verbieten. Auch das ist nicht richtig. Es gibt gültige Verträge und die werden entsprechend eingehalten. Und auch wir tragen Frachtflug am Flughafen Köln-Bonn bis zum Jahre 2030 mit. Das steht völlig außer Frage. Also Sie werfen das hier in die Runde. Und es hat entsprechend auch keinen Nachhalt. Sie wollten mich auf das Ende der Redezeit hinweisen. Ich werde einige Argumente noch in der zweiten Runde entsprechend bringen. Ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit. Ja.